Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur nächsten Wunschpartnerlegung. Und zwar danke dir, liebe Butterwolke. Du hast dir gewünscht, ich soll doch mal reinschauen für diejenigen, die gerade so ein bisschen feststecken im Seelenpartnerprozess, im Wunschpartnerprozess, wie auch immer es ihr nennen wolltet. Heißt übersetzt, euer Gegenüber kommt nicht aus Binsen. Und die Frage war, kommt er hier aus dem Knick? Wird er für die Wahrheit oder beziehungsweise für Klarheit sorgen? Und da schaue ich jetzt rein. Ich habe mir hier noch so ein paar Orakelkarten mal vorbereitet, um da gleich noch Näheres zu fragen. Das bedeutet, ich gucke bei ihm rein. Was sind seine nächsten Schritte? Was ist gerade seine Herausforderung? Was ist los bei ihm? Und du denkst jetzt einfach mal an deinen Wunschpartner. Und da haben wir schon das Schicksalsrad. Das heißt, irgendwas rollt. Irgendetwas rollt. Und ich gehe mit der Frage rein. Wird er in eurer Verbindung für Klarheit sorgen? Wird er in die Aktion treten? Ich möchte jetzt mal wissen, was ist hier los? So, das sieht doch schon mal gut aus. Zuerst ist rausgefallen der Eremit, das heißt, er ist scheinbar hier noch im Rückzug, ja? Der sucht den Stein des Weisen in sich, kommt jetzt gerade nicht so richtig aus den Puschen. Aber dann, aufgrund des Hierophanten, da mischt sich nämlich hier das Universum mit ein. Der Hierophant steht immer als ja, stellvertretende Karte für das göttliche Prinzip, für unsere Geistführer, für das Schicksal. Schicksalsrat war eben schon rausgefallen, das heißt, mit dem Ritter der Schwerter wird er vermutlicherweise tatsächlich hier auf dich zukommen. Das heißt, immer mal wieder irgendwie etwas kommunizieren. Der braucht aber gerade einen Plan. Der ist gerade dabei, erstmal eine Entscheidung zu treffen, was will ich überhaupt? Und jetzt kommt der Hierophant und sagt, Junge, was stimmt bei dir eigentlich nicht? Jetzt geh aber mal auf deine Herzensdame los. Und dann haben wir die sechs Schwerter als unterliegende Energie. Das heißt, was ist das gerade bei ihm, was ihn zerfrisst? Das sind seine eigenen Gedanken. Bei ihm scheint es gerade auch recht turbulent im Kopf zu sein. Deswegen ist die Klarheit für ihn jetzt an der Stelle erstmal wichtig. Ich kläre mal mit den Lenormand-Karten auf den Eremiten, bitte. Wenn hier was kommen möchte, darf hier gerne was kommen. Wenn nicht, ist es selbsterklärend. Auf den Eremiten nehme ich sicherlich keine 3. So machen wir das. Also, ja, das ist der Eremit, die Wege, die Entscheidungen, wo gehe ich hin, unterliegende Energie, die Schlange, der schlängelt sich dadurch. Also auf Umwegen wird er hier zu dir kommen. Aber dann wird es öffentlich bekannt gegeben. Ihr seid Schicksalspartner, hier hämmert das Schicksal auch nochmal rein mit dem Schicksalskreuz. Und er wird nicht drumherum kommen. Er wird nicht drumherum kommen, diese Herausforderung mal so langsam hier anzunehmen. Guck ich mal, was ist denn hier gerade seine größte Herausforderung? Warum steckt er denn gefühlt immer wieder im Kopf fest, wenn es um dich geht? Gucken wir mal. Und da haben wir es wieder. Das Schicksalsrad. Unterliegende Energie. Wir haben die 3 Stäbe. Das heißt, zum einen möchte er sich entwickeln, er möchte raus in die Welt, er möchte was erleben, er möchte Erfahrungen sammeln, auch spirituell. Vermutlicherweise hat er eine Sehnsucht, um gerade abzuhauen, aber gleichzeitig natürlich auch die Sehnsucht danach, mit dir hier etwas, ja, und das ist ein ganz geduldiger, mit dir etwas hier zu starten. Das heißt, er erhofft sich, dass irgendwie aus der Ferne dieser Funken auf ihn zukommt. Am liebsten wünscht er sich vermutlicherweise, dass das Universum alles für ihn regelt. Ja, wäre schön, dann wären wir nicht hier auf der Welt. aber er wird nicht drumherum kommen. Er wird nicht drumherum kommen und das weiß er auch. Er weiß, dass das Universum hier wirkt. Das weiß er. Und dennoch haut er immer wieder ab. Und das ist so seins, der ist gerade in so einem Hamsterrad. Und er hat sich hier scheinbar erstmal für das Hamsterrad entschieden, wo es immer wieder den Stillstand gibt. Aber auch mit den Störchen und dem Klee unten drunter heißt das für mich, an der Stelle, für die meisten hier im Kollektiv, wird er auf dich zukommen. Gucken wir uns doch mal einen Tipp für dich an. Was ist denn jetzt der Tipp für dich? Was solltest du denn tun, damit du deinem Wunschpartner überhaupt erstmal auch den Raum gibst? Oder solltest du in Aktion treten? Wir werden es gleich sehen.
unterliegende Energie. Oh, da haben wir nämlich. Da haben wir nämlich das Ast der Stäbe. Das, was wir eben bei ihm hatten. Der wartet darauf, dass du hier auf ihn zukommst. Ne? Das ist so sein Wunsch, dass irgendetwas ins Rollen kommt von dir. Und auch hier, spannende Kiste, haben wir die 6 Schwerter. Das bedeutet, dein Tipp ist jetzt gerade erstmal der Tipp an dich. Hier geht es um Neuanfang. Hier ist ein Riesenpotenzial. Es ist wichtig, dass du erstmal in deine Sicherheit kommst, ganz genau weißt, was du willst, ganz genau dein Feuer hier entfachst. Wo darfst du dich denn jetzt von entfernen? Wo darfst du jetzt aus der stürmischen Zeit in eine ruhigere Zeit quasi schippern? Und meine Kater drehen einfach gerade völligst auf. Glaubenssätze. Wir haben hier bei dir tatsächlich, du darfst deine Glaubenssätze ablegen. Du darfst wieder ins Vertrauen kommen. Da ist eine gewisse Art von Instabilität aufgrund des Vermissens. Und das ist jetzt erstmal deine Aufgabe. Nochmal zu schauen. Ich weiß, ich sage euch das so oft, dass ihr bei den Glaubenssätzen schauen sollt, aber es ist tatsächlich so. Und vielleicht darfst du dann, wenn du dein Kopfkino und guck mal hier, ist es nicht krass? Die 3. Karte haben wir hier auch. Ich glaube, ihr dürft dann aufeinander zugehen, ja? Ich würde hier fast behaupten, dass du ihm als weise Dame, auch wenn du ein Herr bist, machst du bitte passend, je nach Geschlecht, die Hand reichen darfst. Lasst mich mal kurz hier klären. Wir haben die Sonne, also Erfolg ist in Aussicht. Ja, wir haben das Schiff ebenfalls als unterliegende Energie. Du brauchst dazu aber die Stabilität und Sicherheit in dir. Du darfst deine Ausstrahlung wieder aktivieren und dann könntest du dich hier auf den Weg machen. Könntest du dich hier auf den Weg machen? Ich möchte aber gerne noch mal so eine klare Antwort haben. Dazu nehme ich mal die anderen Lenormand-Karten. Solltest du in die Aktion treten? Solltest du in die Aktion treten in Bezug auf deinen Wunschpartner? Solltest du da noch mal aktiv werden? Oh, da haben wir hier, warte mal, eben hier. Für Ordnung sorgen. Also, solltest du als Wartende quasi erneut auf deinen Wunschpartner zugehen, ich achte jetzt tatsächlich hier auf die Skatkarten, und die nächste Frage, solltest du warten? Wäre es von Vorteil, wenn du wartest? Kannst du machen, wie du willst. Tatsächlich bedeuten die roten Skatkarten bei mir ein Ja. Wichtig ist, dass du aus dem Herzen entscheidest. Das Herz ist die unterliegende Energie. Und das ist jetzt die Herausforderung. Wenn du auf ihn zugehst, in Kombination mit den Vögeln, die rausgefallen sind, heißt das, ja, es könnte stressig werden. Ne? Könnte stressig werden. Wenn du wartest, kann es hier wirklich sein, dass du ihm die Möglichkeit gibst und den Raum gibst. Sollte dein Herz hier aber wirklich dein absolutes Herz, ne? Das ist eine Herzensentscheidung, keine Ego-Entscheidung. Sagen und solltest du spüren, ich muss mich bei ihm melden und du hörst diesen Instinkt in dir. Und du kannst auch tatsächlich ganz klar für dich definieren, ob es gerade dein Wille ist, weil du etwas willst, weil du keine Geduld mehr hast. Oder ob du sagst, mein Herz sehnt sich so sehr, ich muss jetzt auf ihn zugehen. Du wirst es fühlen, wenn alles in dir rebelliert und sagt, nein, warte, dann warte bitte. Okay, ich kläre mal auf die Vögel. Das wäre ja quasi das, wenn du in die Aktion trittst. Was ist denn dann, wenn du jetzt wieder aktiv wirst? Dann haben wir den Tod. Das könnte zum einen bedeuten Transformation, Stillstand. Vielleicht machst du eine neue Erfahrung. Der Tod ist ja immer so eine Wandlung. Das könnte auch tatsächlich ein Entscheidungsbeschleuniger sein. Aber wenn hier die Neuordnung ist, dann kann es hier tatsächlich sein, dass entweder aus Liebe Freundschaft wird, aber natürlich auch aus Freundschaft Liebe. Ja, das ist wirklich dein Bauchgefühl, auf was du hören sollst. Ich frage mal nach, was ist denn, wenn du noch wartest? Was ist denn im Falle, wenn du noch wartest und ihm wirklich jetzt den Raum gibst, dass er auf dich zukommen kann? Dann haben wir die Königin der Schwerter. Unterliegende Energie gefällt mir richtig gut. Da haben wir die 6 Schwerter. Dann
wird deine Geduld tatsächlich belohnt. Deine Geduld wird belohnt, denn dann sieht er und nimmt dich auch ernst. Dann weiß er ganz genau, mit dir macht er keine Spielchen mehr. Und dann weiß er wirklich, dass du eine verdammt klare Frau bist. Gleichzeitig aber auch wirklich eine Macherin aus dem Herzen heraus bist, weil du deinen Wert kennst. Ui, 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 ui. Ja, dann haben wir hier tatsächlich eine richtig schöne Energie. Mein Tipp an dich, warte, warte bitte. Bleib in der Geduld. Und wenn es dir einfach alles zu anstrengend wird, dann ja, schnupper irgendwo anders, hab eine coole Zeit, raus aus der Abhängigkeit zu einem Menschen. Weil ganz ehrlich, ihr Lieben, wir leben alle nur einmal. Und wenn die Herrschaften, egal ob Männlein oder Weiblein, deinen Wert nicht erkennen, ja sorry, worauf wartest du denn? Also worauf wartest du denn? Brauchst du einen Menschen, der ewig im Zweifel ist? Nein. Oder spiegelt er dir gerade vielleicht eventuell so einen tiefen Zweifel sogar in dir? Ich möchte jetzt gerade meine Zusatzbotschaft haben. Welche Zusatzbotschaft kommt hier für dich? Pum, die Bumm. Was haben wir denn? Du willst etwas auf... Geil! Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Das ist deine Botschaft. Wir gucken mal, eine Botschaft für ihn. Was ist denn wichtig? Oh, er bekommt sogar zwei. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. So, wir haben das Schicksalsrad. Wir haben hier ja auch diese neue Chance. Wir haben hier die Entscheidungen. Wir haben die Öffentlichkeit. Wir haben hier das Schicksal mit dem Hierophanten. Es passt doch wie Orsch auf Eimer. Sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Und das ist vermutlicherweise auch das, was jetzt erstmal wichtig ist für ihn, ja? Dass er diese Klarheit bekommt, dass er mit dem Park diesen Ort erkennen und respektieren kann, dass ihr Schicksalspartner seid. Und er braucht einfach noch. Er braucht einfach noch. Aber die Zeit muss ja für dich nicht dahin fließen, dass sie quasi vergeudet ist. Du kannst auch trotzdem ein cooles Leben haben, indem du wieder bei dir bleibst. Ich weiß, das ist Kacke. Willst du von mir auch wahrscheinlich nicht hören, weil du gerade Liebe leben willst. Aber es ist scheinbar gerade nicht möglich, deswegen guckt nach anderen Wegen. Glaubenssätze, Mangel, Vermissen, bum, 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 weg damit. Schaffe Raum, weil du ziehst ihn ja sonst auch genau in dieser Mangel- und Opferenergie wieder an. Ich hätte gerne eine Botschaft für dich und deinen Seelenpartner. Was möchte dir denn seine Seele hier gerade sagen? Denk nochmal ganz fest an ihn, an deinen Wunsch oder Seelenpartner. Ich sag ja, wir sind alle Seelenpartner, wenn wir uns hier begegnen, weil die Seelen sich alle abgesprochen haben. So, wir haben... Ja, wir haben erstmal, das passend auch zu den drei Kelchen, die wir eben als Unterenergie ja zwischendrin hatten, hab eine schöne Zeit im Außen. Such dir Menschen, finde Menschen, mit denen du richtig Spaß haben kannst. Das ist jetzt erstmal wichtig. Lass dir hier wieder helfen, dass du in deine Stabilität kommst. Und dann kommt auch wieder, etwas Neues in dein oder in euer Liebesleben. Aber hey, genieß die Zeit. Ich weiß, ne, wie soll man eine Zeit genießen, wenn man sich nach einem Menschen sehnt? Aber oft ist es so, wir wollen immer das, was wir nicht haben. Und wie oft habe ich es schon erlebt, auch selbst erlebt, dann hasse denjenigen und dann ist erstmal alles schön und irgendwann, ach, wäre ich doch wieder Single. Mensch, da hatte ich ja ein geiles Leben. Deswegen lebe jetzt. Jetzt ist die beste Zeit, um dein geiles Leben zu leben. Und wenn du dann in der Energie vom geilen Leben bist, kannst du mit ihm dieses geile Leben einfach noch viel geiler werden lassen. Das hört sich doch nach einem coolen Plan an. Gerade jetzt im Sommer. Geh raus, mach was Schönes, geh an den See, geh in den Park, geh auf Festivals, whatever you want. Es ist dein Leben, du Herzblatt. So, garantierter der Stern, garantierter Erfolg hier zwischen euch beiden. Und dann haben wir tatsächlich auch eine Kette, die gesprengt werden darf. Denn hier ist es wichtig, guck doch mal hin, welche Kettenreaktion löst du jetzt gerade aus und welche Kettenreaktion würdest du gerne auslösen. Und da lade ich dich jetzt einfach ein von Herzen,
da mal reinzugucken. Wir haben Portaltage, Ladies and Gentlemen. Ich sag's euch, die Energien sind immens hoch. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, in meine Energie zu kommen und genieße es jetzt auch. Ich habe auch schon Portaltage mitgemacht, wo ich dachte, ich kündige hier den Job. Tschüssikowski, ich habe keinen Bock mehr. Aber jetzt gerade ist es wirklich cool. Und es ist immer auch unsere Einstellung. Beispiel, wenn du abends ins Bett gehst und die Zeit läuft ja und du merkst einfach, Mist, es ist schon 12, es ist schon 1 Uhr nachts und 2 Uhr nachts, ich muss um 6 Uhr raus. Anstatt dann zu sagen, oh Gott, ich habe Stress, ich muss morgen früh raus, ich werde müde sein. Entspann dich, weil ganz ehrlich, es reicht tatsächlich, wenn unser Körper einfach nur ruht. Dafür musst du nicht in den Tiefschlaf immer verfallen, weil unsere Seele braucht keinen Schlaf. Die flüchtet nachts eh, die ist eh on Tour in ihren Träumen und vermutlicherweise auch irgendwo hier in anderen Sphären. Es geht darum, dass du dem Körper Ruhe gibst. So, und jetzt heißt es natürlich auch für dein reales Leben, mit der Macht deiner Gedanken, push dich wieder hoch und du löst, das ist Karma, immer eine Kettenreaktion aus. Warum nicht eine geile? Da kannst du dich jeden Tag neu für entscheiden. Jeden Tag und jede Sekunde. Genau jetzt, wenn du diese Videobotschaft hörst und siehst, hast du wieder die neue Möglichkeit zu sagen, ey klar, Caro hat so recht. Ich entscheide mich jetzt für ein geiles Leben. Und das nicht aus dem Ego raus, dass du sagst, du komische Nase da gegenüber, ich zeig's dir jetzt, sondern du sagst, hey, weil ich mich so sehr liebe, entdecke ich jetzt die Welt. Das heißt nicht, dass du auf Weltreise gehen musst, sondern all das zu deinen Kapazitäten. Nutze all das, was du gerade um dich rum hast, um dir dein Leben schön zu machen, weil du es dir verdammt nochmal wert bist. Muss ich aber mal hier pup auf den Tisch hauen. Genau. Und dann lade ich dich noch herzlichst ein im Juli, samstags und Sonntag. Es ist der 22. und 23.7. oder der 23. und 24. I don't know. Sei doch gerne mit dabei, Reiki Grad 1. Es ist wieder eine neue Online-Runde. Die nächste ist dann erst wieder im September. Reiki-Ausbildung. Meld dich gerne, wenn du noch mit in die Truppe rein flutschen möchtest oder auch zur allergeilsten Ausbildung ever, die im September startet, über 4 Monate, der Aura Healing Master. Melde dich bei mir für weitere Infos. Ich bin gerade dabei, die Homepage zu aktualisieren. Halt es gerne mal im Blick. Aber schneller kommst du an Infos, wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst. Tatsächlich wird diese Ausbildung auch mit einer eigenen App sein. Richtig geil, wird ein tolles Ding. Freue mich schon tierisch drauf. Und an der Stelle sage ich, danke fürs Einschalten. Danke für dein neues Abo, für deinen Kommentar. Danke, liebe Butterwolke, für deinen Impuls. Ich hoffe, ich konnte euch und dir hier weiterhelfen. In diesem Sinne, stay strong und hab eine schöne Zeit.